Das erste Mal Fortnite Kapitel 2. Ich habe hier direkt für den Besucher nochmal einen Backling bekommen. Nice. Wow, der Trailer, geil. Der neue Battle Pass. Die neue Lobby. Die neuen Herausforderungen. Neue Wettkämpfe. Der neue Spind. Der neue Item Shop. In welchem unbedingt Crunch hier drin stehen muss. Check. Dreimal dürft ihr raten, wer sich jetzt den Battle Pass gönnt. Hier mit den 25 Stufen gefälligst. Erwerben. Oh yeah. Der ganze Battle Pass ist hier anders designt. Hier Stufe nach Stufe kann man rausfinden. High Five Synchron-Emote gibt es jetzt. Und hier sind wir auch schon in meiner ersten Runde drin. Also wenn man das Spiel startet, wird man direkt in eine Runde reingeworfen. Aber dort hat man dann die Standardeinstellungen und alles ist zurückgesetzt. Wie wenn man Fortnite noch nie gespielt hätte. Und ich würde sagen, wir gehen diese Runde ins Atomkraftwerk mit dem Kevin. Ich glaube, der Ort interessiert mich wirklich am meisten. Unten sieht man jetzt auch das Level vom Battle Pass. Der ist jetzt schon auf 26. Ich habe mir den gerade gekauft, also die erweiterte Version. Oh, und die Map, die sieht so gut aus, wirklich. Da hat Fortnite mal wieder richtig was Geiles gemacht. Hier auch so ein kleines Loot Lake, jetzt heißt es ja Lazy Lake. Und wir werden hier erstmal beim Atomkraftwerk landen. Hier unten links steht sogar, wenn die Leute Level up werden, also Level 3, Level 2 und so weiter, sehen wir hier. Und jetzt aber mal schauen, was uns im Kevin Atomkraftwerk erwarten wird. Das sieht hier auch richtig geil aus. Dort werde ich als nächstes looten. Dort war sogar ein Boot, habe ich gesehen. Hier, Auto, okay, da kann man schon mal nicht mitfahren. Los geht's. Wir haben hier direkt eine Pumpgun. Aber das ist auf jeden Fall eine andere Pumpgun. Die sieht komplett anders aus wie die alte Kiste. Und hier geht schon was ab. Ihr seht die ganzen Dinge. Was ist das hier? Ach, das ist eine Angel. Ich wollte hier gerade damit schlagen oder so. Okay, wir haben schon mal eine Überlebensmedaille, das ist auch gut. Aber hier sind noch Leute gelandet auf jeden Fall. Wir versuchen die gleich mal wegzuholen mit den neuen Waffen. Oh, jawohl, Minis. Die Angel nehme ich mir aber mit. Dort werde ich mir noch in dieser Runde was angeln. Okay, wo sind die Leute? Hier muss auf jeden Fall einer sein. Okay, ich höre ihn. Er ist hier ganz in der Nähe. Hier ist nochmal eine Angel, die sind hier verbreitet. Man braucht quasi eine Angel, um dann was zu angeln. Okay, hier ist noch... Deep Pump, okay, ist auch nice. Oh, Bandagen-Bazooka. Okay, nehmen wir mit. Damit können wir uns, glaube ich, heilen selber. Okay, die nimmt sogar gleich zwei Itemplätze weg, wie ihr seht. Also hier, ganz schön dickes Ding. Dann die Maschinenpistole nehmen wir noch mit. Und ich würde sagen, wir schnappen uns noch den Gegner, wenn wir den finden. Und dann gehen wir direkt mal zu den Booten und zu dem Fluss. Und hier ist sogar nochmal die Bandagen-Bazooka. Ah, die können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal den Gegner. Oh, nice. Die Angel müssen wir aber auch behalten. Ich will gleich noch was angeln. Wie funktioniert das? Okay, ich habe mich, glaube ich, einmal geheilt. Oh, guckt euch das mal an. Hier kann man sogar in dieses atomare Kraftwerk reingehen. Können wir hier baden? Ah, wir fliegen hier, okay. Können dort fliegen. Und wir können oben wieder rausfliegen. Das ist ja auch cool, okay. Also wenn man hier landet, dann kann man direkt weiterziehen. Hat hier immer so wie ein Jump Pad. Okay, ist jemand wahrscheinlich in der Luft oder so gestorben. Was ist das da hinten? Hier leuchtet was. Oh, das sieht interessant aus. Was kann das sein? Beachbus. Ach, das ist ein Orientierungspunkt. Man kann hier die Waffe aufrüsten. Wir brauchen hier von allem 150 und dann können wir die upgraden, also die Rarität steigern. Zu blau. Also wenn man Materialien hat, ist es auf jeden Fall geil. Ich habe nicht so viele momentan. Aber hier steht auch ein Speedboat und das werden wir uns jetzt erstmal krallen. Wie geil ist das denn? Okay, wir fahren das erste Mal Speedboat. Wir können sogar boosten hier. Oh yeah. Und die Zielkamera können wir auch noch anmachen. Da kann man Raketen feuern. Hier sind sogar Fische. Okay, warte. Das geht mir so schnell. Ich will hier erstmal kurz gediegen eine Runde fischen. Hier, da ist einer. Den schnappe ich mir aber an meinen Haken. Jetzt pass mal auf. Hier, da schwimmt er irgendwo rum. Hier sind sogar mehrere. Ich werfe die Angel mal aus. Und dann, wenn einer anbeißt, ich ziehe sofort. Ich ziehe sofort. Komm, ich sehe euch. Okay, wir haben hier einen.
Ich werde mal nochmal einmal angeln, danach looten wir den gleich. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht geheadshottet wird, während man angelt. Und man muss gleichzeitig immer noch ein bisschen auf die Angel achten. Ja, let's go, let's go. Haben wir ihn? Ach, wir haben 30 Holz geangelt. Okay, nice. Also, warte, was bringt der? Der bringt Kondition. Meine Kondition ist bereits voll, deswegen kann ich ihn nicht nehmen. Ich werde ihn aber mitnehmen. Wir wollen ja keinen Fisch verschwenden. Oh, und die Zone kommt auch schon. Die Zone kommt auch schon. Wir können jetzt eigentlich mit dem Boot hier einmal um die Map fahren, würde ich sagen. Ein bisschen. Let's go. Der schnellste Gang muss jetzt hier eingelegt werden. Der ist mal total crash. Okay, man sieht sogar hier rechts die Energie des Boosts. Die füllt sich immer wieder und jetzt können wir ihn raushauen. Jetzt sinkt diese wieder. Und wir fahren hier einmal ein bisschen kurz um die Map rum. Hier ist auch noch eine geile Lootstelle. Oh, hier gibt es bestimmt Hammer-Loot-Routen auch, Leute. Die werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen, wenn ich dort was weiß. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur diesen Fluss hier erwischen und damit in die Zone gehen. Wir müssen in diesem Fluss quasi fahren, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Und den Fisch haben wir auch noch, da können wir uns gleich hochheilen ein bisschen. Und wir sind drin, wir sind in der Zone. Wir müssen nur immer weitermachen jetzt. Dann gehen wir vielleicht gleich nochmal angeln, um die HP mal wieder ein bisschen aufzufrischen und dann geht's weiter. Boah, wie diese Welt hier aussieht, das ist ja unglaublich, wirklich. Was Fortnite da wieder geleistet hat. So, man kann sogar auf Land noch ein bisschen fahren mit dem Ding. Und wir sind jetzt weit genug in der Zone eigentlich erstmal. Ich werde mal diesen Fisch jetzt essen. Ah, lecker, okay. Hat auf jeden Fall 50 Konditionen gegeben. Und hier sehen wir sogar unseren nächsten Spot zum Angeln. Und ja, na komm. Hier ist er. Da treibt er im Meer. Wir werden ihn uns jetzt gönnen. Und wir sind wieder auf 100 HP, jawohl. Okay, sehr nice. Und da hinten ist auch schon der erste richtige Gegner hier. Der uns auch schon einmal erwischt hat sogar. Der wartet einfach nur da. Ich habe keine gescheite Range-Waffe. Wir müssen irgendwie näher rankommen an ihn. Wir haben auch nicht mehr so viel Material, denn er baut auch schon wie der letzte Tryharder. Boah, er hat eine Bazooka direkt, oder was? Oh, was? Er hat sich selber mit der Bazooka weggehauen. Okay, aber dafür haben wir jetzt die Bazooka. Und die Materialien treiben hier sogar noch im Meer. Wie nice ist das denn? Okay, die AR nehmen wir uns mit und die Bazooka wird sich gegönnt. Jawohl. Als nächstes geht's noch weiter in die Zone. Ich werde auf jeden Fall weiterhin im River schwimmen und versuchen, sie so zu erreichen. Was ein großer Busch. Oh, die Dörfer hier sehen auch richtig nice aus. Dieses neue Material einfach. Hier wurde auch schon ordentlich ein Baufight gestartet. Wir gehen hier weiter in die Zone. Da geht's gerade eben noch ab. Komm, wir gehen da mal rein einfach. Let's go. Wir sind nah dran. Okay, komm. Er turtelt sich erstmal ein. Oh yeah, wir haben ihn. Was geht hier ab, Alter? Ich bin hängen geblieben. Unter dem Teil. Ha. Okay. Oh shit, Mann. Aber wir bekommen hier alles Mögliche. Wir bekommen hier ganz viel EP. Insgesamt 21.000. Neue Runde, neues Glück. Wir droppen hier beim Bauernhof. Könnte Anarchy Acres sein. Also so ähnlich sieht es auf jeden Fall aus. Mal gucken, was es sein wird. Also wirklich, die neue Map sieht vom Design her halt sowas von krass aus. Komm, wir gehen in diese riesige Bauernvilla. Mal gucken, was es dort gibt. Und es ist Frenzy Farm. Okay. Hört sich auf jeden Fall geil an. Wir sind hier direkt im Battle Pass aufgestiegen, jawohl. Und eine Überlebensmedaille noch oben drauf. Oh yeah, wir haben ihn. Was hat er denn für Movement hier, der Sebix? Haben wir. Oh, moinsens, was geht? Ich wollte mir eigentlich hier gerade den Loot Drop unten auf der Straße holen, aber der Heumann ist hier auch ein Orientierungsort. Komm, wir gönnen uns den einfach mal. Mal gucken, was dort drin ist. Die sehen jetzt auch anders aus.
Let's go. Okay, nehme ich mit. Man kann sich übrigens während dem Angeln auch bewegen. Ist auch sehr nützlich. Wir haben hier einen kleinen Fisch haben wir hier erstmal gefangen. Was ziehen wir hier noch? Noch 30 Metall. Jawohl, nehmen wir mit. Oh, eine Pistole. Auch interessant. Oh, ein Schlürfisch. Das ist doch schon mal ein Jackpot. Okay, komm. Hier, zack. Direkt 100 Schild am Start. Ich will mal kurz noch erforschen, was dort hinten ist. Deswegen fahren wir eben hier kurz mit dem Teil. Komm, nochmal Boost. Ja, man kann wirklich die ganze Zeit damit fahren. Und es zerstört sogar noch Häuser. Salty Springs ist das hier. Okay, das ist geil. Hey, wir benutzen das Auto einfach als Fahrzeug, Leute. Guckt euch das mal an. Man kommt hier eigentlich schon gut voran auf der Straße, ne? Okay, neues Auge des Sturms. Ich würde sagen, wir diven mal hier wieder rein in den Fluss. Ein Monster-Stunt. Okay, rote Stahlbrücke haben wir auch noch erforscht. Übrigens, das Boot verliert die ganze Zeit Kondition, wenn man auf Land ist. Ihr seht, es geht immer weiter runter. Das heißt, es zieht dem Boot eben ein paar Lebenspunkte ab. Mal gucken, was dort drin ist. Okay, wieder dieser Bandagenwerfer und aber die Pumpgun ist jetzt auch wieder im Spiel. Das ist sehr nice. Diese Waffe ist sehr stark. Ah, als erster Spieler im Match eine Truhe durchsucht. Wir waren also die Ersten gerade jetzt noch im Endgame. Hat noch echt niemand eine Truhe aufgemacht, oder was? Wow, hier sind zwei richtig hoch am Kämpfen. Oh, den einen snipe ich mal weg. Oh, den anderen haben wir sogar auch noch gehittet jetzt. Okay, let's go. Pressure machen. Er darf sich nicht heilen. Er ist bestimmt hier drin. Oh, wir haben ihn. Aber er hat uns auch noch einen super starken Treffer gegeben. Man bekommt jetzt sogar neuerdings Materialien, wenn man einfach das andere der Spiele abbaut. Auch sehr interessant. Wow, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Aber wie? Okay, wir haben die Raketenwerfer, wir haben die Raketenwerfer, alles gut. Und wir wissen, wo der letzte ist. Das sind doch top wirklich Voraussetzungen. Ja, ein Hit, ein Hit. Nice. Raketenwerfer einfach so drauf. Ja, okay, fliegt nicht runter. No, nochmal ein Hit. Sehr gut. Wir gehen hin, wir gehen hin. Okay, knapp. Oh, es liegen so viele Raketenwerfer rum. Loser-Tanz, direkt der erste Ehrenmann. Nice, er freut sich richtig. Bis zum nächsten Mal, Creator Code Crunch und Kanal abonnieren.